Die Zeche Prosper Haniel ist nicht irgendeine Zeche. Hier wurde am 21. Dezember 2018 Abschied vom deutschen Bergbau genommen. Bundespräsident Steinmeier wurde hier symbolisch das letzte Stück Kohle überreicht. Das Zeitalter der Steinkohle geht mit der Schließung der Zeche Prosper Haniel zu Ende. Diesen bewegenden Moment wird wohl kaum jemand vergessen können. An diesem Tag sind 200 Jahre Steinkohlenbergbau zu Ende. In einer Tiefe von 1200 Metern werden seit 2018 Raubarbeiten durchgeführt. Das heißt, das Grubengebäude wird geräumt und verschlossen. Weiterhin werden die Ewigkeitsaufgaben vorbereitet, denn das Grubenwasser muss für immer abgepumpt werden. Wie immer lohnt ein Blick in die Videobeschreibung. Dort sind mehrere Videos zu diesen emotionalen Momenten verlinkt. Aber jetzt geht es erstmal ab auf die Halde. Die Halde Haniel in Bottrop ist mit 159 Metern die zweithöchste Halde des Ruhrgebiets. Das entspricht einem Drittel des Pariser Eiffelturms. Die Wege sind bequem zu laufen. Dass es sich um eine Halde handelt, ist beim Spazieren kaum zu bemerken. Es fühlt sich eher an wie ein Spaziergang durch einen etwas bergigen Laubwald. Durch die Stilllegung und Renaturierung der Halde konnten sich viele Tier- und Pflanzenarten auf dem Gebiet ansiedeln. Auf der Halde gibt es den Kreuzweg mit seinen 15 Stationen. Hier finden karfreitags regelmäßig Prozessionen statt. Am Rande des Kreuzwegs gibt es einen Bergbaulehrpfad mit typischen Maschinen und Geräten aus dem Bergbau. Diese 15 Kreuzstationen sind einzigartig in ihrer Präsentation, denn sie kombiniert das Leiden Christi mit dem Arbeitsleben der Bergleute. 2002 wurde die Installation der Totems vom baskischen Maler und Bildhauer Augustin Ibarola aus über 100 Eisenbahnschwellen geschaffen. Die Arbeit verbindet die scheinbaren Gegensätze von Industrieraum und Natur. Im Sommer 2022 wurden die Totems für ein Fotokunstprojekt der Fotografen Thorsten Thies und Jens Herre illuminiert. In einer stattlichen Höhe von 126 Metern befindet sich ein Amphitheater mit 800 Plätzen, die Bergarena. Hier finden regelmäßig Kultur- und auch Theaterveranstaltungen statt. Unter anderem wurden hier die Stücke Jedermann, Ein Sommernachtstraum und die Drei-Groschen-Oper aufgeführt.